Moin, moin, liebe Freunde, seid mir herzlich willkommen zu Bier und Booster, dem neuen Format hier in meiner kleinen Taverne. Der Lars, der hat ein Booster-Display-Plugin mitgebracht und damit machen wir uns jetzt einen lustigen Abend und ihr könnt in zwei Teilen dabei sein. Zunächst werden wir einen Zweispieler-Winston-Draft veranstalten und zwar nicht mit drei Boostern für jeden, sondern mit sechs. Dann bauen wir daraus entsprechend unsere Decks und zocken ein paar Runden gegeneinander. Wenn wir das erledigt haben, machen wir das Ganze nochmal. Das Ganze werde ich auf ein paar Videos aufteilen und wir werden sicherlich in der nahen Zukunft den ein oder anderen weiteren Draft veranstalten. Habt ihr Bock dabei zu sein? Dann schnappt euch ein Bier, macht es euch gemütlich, denn die nächsten Minuten sind für bedruckte Pappkarten bestimmt. Viel Spaß dabei! Für alle die den Winston Draft noch nicht kennen, das ist ein Draft-Format, was irre viel Spaß macht, auch wenn man nur zwei, drei Leute ist. In dem Fall sind wir hier zu zweit. Jeder hat sechs Booster-Packs. Man kann es, wie gesagt, auch einfach mit dreien starten. Und wir öffnen diese Booster-Packs und packen sie ungesehen auf einen großen, in dem Fall auf zwei Haufen. Dann werden die erstmal ordentlich durchgemischt. Anschließend werden drei Karten von oben verdeckt hingelegt. Das sind sozusagen die erste Runde des Drafts. Bestimmt, wie auch immer wer anfängt, entweder ihr würfelt einen Würfel oder ihr guckt, wer den längeren Bart hat oder wer zuerst das erste Bier leer hat, völlig egal. Jedenfalls habt ihr einen Startspieler. In dem Fall ist das Lars links, ich sitze rechts. Lars schaut sich die erste Karte an und entscheidet, ob er sie in seinem Deck haben will. In dem Fall sagt er ja, nimmt von oben eine weitere Karte und legt sie verdeckt ab. Dann bin ich dran, gucke mir wieder die erste Karte an und entscheide, ob ich sie für mein Deck haben möchte. In dem Fall möchte ich sie nicht haben. Das heißt, ich lege von oben eine weitere Karte drauf und schaue mir dann die zweite Karte an. Da mache ich dann wieder das Gleiche. In dem Fall möchte ich sie auch nicht haben, lege dort also auch wieder eine Karte drauf und schaue mir die dritte Karte an. Damit ihr sehen könnt, was wir überhaupt aus den Boostern ziehen, halten wir euch die Karten immer in die Kamera, die wir ausgewählt haben. Ja, und man muss schon gut überlegen, in welche Richtung das geht. In dem Fall entscheide ich mich auch die dritte Karte nicht zu nehmen und jetzt ziehe ich einfach stumpf eine von oben. Dann ist der Lars wieder dran und fängt von vorne an. Nun liegen da bereits zwei Karten, wo er sagen kann, er möchte beide haben. Man nimmt immer den kompletten Stapel auf. So geht das Ganze dann nun weiter, bis alle Karten verpickt sind.
So, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das gleich genau sehen könnt, aber mir ist was aufgefallen und zwar haben wir hier zweimal die gleiche Karte und die Kontraste sind tatsächlich komplett unterschiedlich. Die linke ist deutlich heller als die rechte. Ja, interessant, was so in einem Set vorkommen kann.
So, und damit sind dann auch nahezu alle Karten verteilt. Als nächstes geht es an den Deckbau. Jeder von uns wird ein 60-Karten-Deck zusammenstellen. Da werden wir wahrscheinlich nicht nur auf zwei, vielleicht sogar auf drei Farben bauen müssen. Das wird also ganz interessant werden. Und was daraus geworden ist, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Und vielen Dank für alle, die bis hierher dran geblieben sind. Ich weiß, die Videoqualität ist nicht die beste, da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Das werden wir aber in Zukunft sicherlich auch hinkriegen. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, habt ihr Bock auf Magic und was würde euch so ein Draft-Video interessanter gestalten? Das ist jetzt mal ein Versuch, wir werden auf jeden Fall noch weitere Videos hochladen, ich habe da einige noch in Vorbereitung. Vielen Dank euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Richard. Wenn ihr Bock habt, diesen Kanal etwas zu unterstützen, dann schaut doch mal bei Amazon rein, vielleicht sind diese Shirt-Designs was für euch. Ansonsten findet ihr direkt hier den Abo-Button und das nächste Video, was für euch auch noch interessant sein könnte. Vielen Dank!